Es ist wieder ein Junge. Am Montag hatte der inoffizielle Herold in London mit bürgerlichem Namen Tony Appleton folgende Botschaft zu verkünden. Buckingham Palace hat stolz bekannt gegeben, die Geburt eines königlichen Prinzen an diesem St. George's Day im Jahr 2018. Gott schütze die Königin. Zahlreiche Fans der königlichen Familie hatten sich vor dem St. Mary's Hospital versammelt. Wir sind seit 15 Tagen hier. Es ist ein wenig Erleichterung und eine Menge Aufregung. Das Kind kommt jedenfalls an einem großartigen Tag, St. George's Day. Es ist großartig für das Land. Es wird die Stimmung von allen hier verbessern. Also ich mache das schon sehr, sehr lange. Jedes Mal werde ich aufgeregt. Jedes Mal brauchen wir ein neues Baby, um die Älteren zu ersetzen. Es ist fantastisch. Immer wenn ich komme, sind sie auch so aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich war so erfreut. Ich bin herumgelaufen und habe es allen erzählt. Und natürlich freut es uns, dass es St. George's Tag ist, unser Schutzheiliger. Laut Palast wog der kleine Prinz bei seiner Geburt fast 4 Kilogramm. Sein Vater, Prinz William, sei bei der Geburt dabei gewesen. Das dritte Kind von William und Kate ist nun die 5. Person in der Thronfolge. Nummer 1 als Thronfolger von Königin Elisabeth II. Bleibt der Großvater des kleinen Jungen, Prinz Charles.